meine Mutter mir zu. Okay. Mom. Jetzt. Stopp. Also, hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier schon auf TikTok. TikTok unterwegs? Nein. Auf YouTube. Ja, aber das ist YouTube und hier sind TikTok-Videos. Ja. Und wir machen den Nicht-Lachen-Challenge. Hast du Marco angeguckt? Das machen wir jetzt mal. Und was? Ihr seid dabei. Tim meint, Margot ist ein sehr perverses Mädchen. Also ich habe aus Versehen mal, ich habe eigentlich Margarita eingegeben aus Versehen. Also meine Cousine hat Margarita eingegeben und dann kam Margot und ich habe auf Margot, das ist nicht Margot. Wo ist Margot? Margot, das ist Margot. Okay, dann dieses Splash. Stressing over nothing, baby, relax. While you're getting angry, I'm a kickback. Only thing I think about is big stacks. They get it days, they get it nights. Baby, you're wasting all your time. I can't relate, I keep it light. No, no, no drama in my life. Wer schmeißt einfach Geld weg? Eben. Second thing, second dog, you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me. Me, shook of me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you bring me up, believer, believer. Okay. So. Das ist nicht. So, dann wollen wir mal einparken, ne? Ja, viel Erfolg, Papa. Was guckst du so doof? Mach mal Kopf beiseite, Million. Damit ich ein bisschen was sehen kann beim rückwärts einparken. So, dann wollen wir mal. Ey, yo, Mann, da bist du ja schon, Alter. Der Typ ist voll gemein. Das ist irgendwie nicht kapiert. Wieso helfen die denn? Hi, was kosten denn diese Süßigkeiten hier? Hi, eins kostet 1 Euro, aber du kannst auch alle drei für 4 Euro kaufen. Ja, dann nehme ich nur einen. Ja, okay. Okay, danke schön. Warte mal, ich habe noch 1 Euro gefunden. Ich nehme noch einen. So ein Zufall, aber na klar, ich gebe dir noch eins. Danke dir, ne? Und mach's gut. Obwohl, warte mal, ich habe noch 1 Euro gefunden. Ich nehme noch einen. Ein Glück. Bitteschön. Danke. Guck mal, ich habe dich jetzt ausgedrückt. Ich habe jetzt 3 für 3 Euro statt 3 für 4 Euro bekommen. Denk nochmal nach und frag dich, wer hier wen ausgetrickst hat. Hi, was kosten denn diese Süßigkeiten hier? Hi, eins. Oha. Was war das? Ich weiß, das kostet 1 Euro, aber du kannst auch. Der hat 5 Euro für alle bezahlt statt 4 Euro. Stimmt. Bro, immer wenn ich mit meiner Freundin essen gehe, muss ich immer zahlen. Ich habe bald kein Geld mehr. Bro, ein einfacher Trick. Beim nächsten Mal lass deinen Geldbeutel zu Hause und tu so, als ob du es vergessen hast. Kein Geldbeutel, kein Geld, nicht zahlen. Oha, ja, Walla, das ist eine gute Idee. Schatz, komm, gehen wir jetzt essen. Okay, okay, ich komme gleich. Oh. Mokamedi. Mokamedi, Mokamedi, ey. Ja, hui. Hier die Rechnung, Sir.
Ich habe meinen Geldbeutel zu Hause vergessen. Schatz? Ja, das ist doch kein Problem. Ich bin doch deine Freundin. Mein Freund hat seinen Geldbeutel vergessen, aber ich habe seinen Geldbeutel nicht vergessen. Nicht vergessen. Wie viel hat der ganze Spaß hier gekostet? 50 Euro. 50? 100. Hier 100 Euro, weil du so nett bist. Wissen Sie was? Heute ist Ihr Glückstag. Nehmen Sie seinen ganzen Geldbeutel. Er hat genug Geld. Bro, immer wenn ich mit meiner... Oh, sie muss den noch fragen, bevor er das ganze Geld da... I'm petty. Yeah, yeah, I'm petty. P-E-T-T-Y. Hab ich gar nicht kapiert. Ich auch nicht. Ich hab einen kompletten Diss-Track gegen die Schweiz. Ist der nicht in unserer yeah, Schule? Yeah, yeah, I'm petty. Oder der Blonde? Ich hab einen kompletten Diss-Track gegen die Schweiz komponiert. Oh. Spiel ihn bitte, danke. Neutral ist die Schweiz schon lang nicht mehr. Das heißt, es kehrt Verteidigung her. Ich hab zwar diesen Schnauzer nicht, dafür das gleiche Topfgesicht. Jetzt kommen Gründe, warum ich die Schweiz mag. Aha. Das waren die Gründe, warum ich die Schweiz mag. Jetzt kommen Gründe. Okay. Oh nein, ich glaube, ich werde krank. Ah, 39. Das geht ja noch. Schatz, ich bin krank. Männergrippe. Schlimmer. 37 Grad. Ja, ich sage es schlimmer. Oh nein. Sie hat 39. Heute ist einfach Weihnachten, what the fuck, und eure Maus hat einfach immer noch kein Weihnachtsoutfit, deswegen müssen wir das jetzt last minute selber machen. Ich habe von diesem Kleid erstmal die Tasche abgetrennt und das Ganze durchgeschnitten. Freunde, ihr wisst, zwei Teile sind meine Leidenschaft. Dann habe ich die Kapuze so ein bisschen abgetrennt, damit ich den Ausschnitt ändern konnte. Das Ganze habe ich dann wieder zusammengenäht, die Tasche habe ich auch wieder rangenäht und unten noch einen Saum gemacht. Dann habe ich das Ganze wieder durchgeschnitten, damit ich einen Reißverschluss reinnähen konnte. Aus dem Rest habe ich dann sowas ausgeschnitten, das habe ich dann erstmal an den Seiten zusammengenäht und dann habe ich das so umgedreht und wieder unten zusammengenäht. Dann hat euch nur noch ein Bund gefehlt, dafür habe ich erst so einen Tunnel genäht und dann so ein Gummi durchgezogen. Und das ist jetzt mein weihnachtlicher Zweiteiler. Das ist mehr so die Chill-Version für den Tag und so. Und für abends will ich dann einfach die Hose mit so einem Kleid ersetzen. Ich bin einfach nur mega froh, dass ich noch irgendwas Tragbares hinbekommen habe. Und damit Merry Christmas, Freunde! Heute ist... Maus? Erstens Maus und ich... Naja. Das Outfit ist jetzt nicht so der Burner, aber Respekt, dass sie das hingekriegt hat. Papa! Neues Spiel um 50 Euro! Erzähl! Verbinde die gleichen Buchstaben mit jeweils einer Linie, also A zu A, B zu B, C zu C. Die Linien dürfen sich nicht berühren oder überkreuzen. Du hast eine Minute Zeit. Was ist deine Antwort? Das geht nicht. Doch, Mama hat es in 20 Sekunden geschafft. Als ob. Ja, habe ich. Zeig. Erst verbindest du B mit B, C mit C. Dann kannst du ganz gemütlich mit A zu A. Boah, da wäre ich nie drauf gekommen. Das geht wirklich. Ich würde mal sagen, die 50 Euro gehören mir. Du hast es gewusst. Ja, habe ich gewusst. Wir Frauen sind ja auch schlauer als ihr Männer. Papa! Das stimmt auf jeden Fall wirklich. Keine Beleidigung an die anderen Männer in dieser Welt, aber... Das stimmt wirklich. Mama, ich glaube, ich bin adoptiert. Natürlich nicht, mein Schatz. Warum sagst du das? Das DNA-Ergebnis kam und da steht keine Übereinstimmung gefunden. Schatz, Leon hat heute einen DNA-Test gemacht. Und er sagt, dass er nicht unser Sohn ist. Ja, ich weiß. Wie? Was meinst du? Ja, das war doch deine Idee. Weißt du noch, die erste Nacht im Krankenhaus? Als alle Babys geschrien haben, da hast du doch gesagt, geh ihn wechseln. Ja. Ja, ich hab doch ein Gutes erwischt. Ich bin richtig stolz auf Leon. You got to be it. You. Mama, ich glaube, ich bin adoptiert. Natürlich nicht mein... Oha, der Vater hat einfach... Ich teile jetzt die Arbeit noch, so bitte nicht schummeln. Mein Gott, ich brauche Hilfe, ich verstehe nur Bahnhof. Was will der Idiot von mir? Oh, Mehmet, was soll das? Es tut mir leid, Herr Achselkrachen, meine Schulter hat irgendwie motorische Störungen, sorry. Aha, das sind die Lösungen. Oh mein Gott, Mehmet, du bist so ein Ehrenmann. So, Schüler, ich habe euren Test korrigiert. Mehmet, das war wohl nichts, du hast eine klare 5.
Herr Axelkracher, ich wusste schon davor, dass er eine 5 wird. Und die Fatima hat zufälligerweise genau die gleichen Antworten und hat auch eine 5. Wieso hast du mir die falschen Lösungen gegeben? Welche Lösungen? Ach so, das waren keine Lösungen. Da stand aber nur, ich liebe dich. Liebst du mich jetzt auch oder nicht? Oh mein Gott, das war so. Das war ein Ball. Ja, so ein Schleimball. Ihr solltet eure Haustiere heute mitbringen. Also bitte sagt mir die Namen und dann kann ich das hier eintragen. Chili? Ich hab Morpheus, meinen Kater, dabei. Zuchtkatze, mhm. Max? Ich hab meinen Goldfisch Jerry dabei. Hatte. Was? Morpheus. Was? Jerry? Pornose, Chili, scheiß Katze hat meinen Goldfisch gegessen. Max, das kann man auch anders formulieren. Jerry? Chili, gib ihm bitte seinen Goldfisch zurück. Pass auf deinen Kackfisch auf. Hier. Jerry? Morpheus, Verweis. Sie können meinem Kater keinen Verweis geben. Ich kann und ich werde. Ist okay, Morpheus, ich mag sie auch nicht. Luis? Auf dich passe ich auf, Mini-Luis. Morpheus, was machst du? Aber weh, deine Katze fasst Mini-Luis an. Ihr solltet eure Haustiere heute mit... Der Arme. Der tut mir voll leid. Bea? Ihr solltet eure Haustiere... Der den Goldfisch verloren hat. Ah, ja, ja. Junger Mann, einen Moment bitte, bleib mal ganz kurz stehen. Ich? Was ist denn da in deinem Beutel drin? Ich habe hier nur Mehl drin. Ja, das sagen sie alle, dann zeig mal her. Ja klar, hier. Okay, da ist ja wirklich nur Mehl drin, komisch. Ja, dann darfst du weiterfahren. Seit genau einem Jahr kommst du hier jeden Tag vorbei und du hast immer nur Mehl in deinem Beutel. Heute ist wieder nichts drin, du darfst weiterfahren. Dankeschön. Hey, warte mal, du bist doch der mit dem Mehlbeutel. Hi, ja genau. Mittlerweile bin ich sowieso nicht mehr im Dienst. Bitte beantworte mir diese eine Frage, die ich mir die ganzen Jahre lang gestellt habe. Was hast du geschmuggelt? Ach, das meinen Sie, ja, Fahrräder natürlich. Junger Mann, einen Moment bitte, bleib mal ganz kurz stehen. Ich? Was ist denn da in deinem Beutel drin? Ich habe hier nur Mehl drin. Ja, das sagen sie alle, dann zeig mal her. Ja klar, hier. Okay, da ist ja wirklich nur Mehl drin. Der hat Fahrräder geschmuggelt. Tout en volé, jetzt in Dime, wird in Tütkan, Habibi. Mein Gott, die Arme. Habibi. Die hat Geld versteckt. Verzeihung, wie genau sind Sie gestorben? Oh, im Pool, ertrunken vor Erschöpfung. Mein Gott, wie lange waren Sie denn da drin? Mal sehen, jetzt ist 4 Tage. Und Sie sind in der ganzen Zeit nicht auf die Idee gekommen, einfach rauszugehen? Hallo, ich bin noch nicht dumm, ich habe ein Buch gelesen. Aber die Leiter war weg. Das klingt für mich ziemlich dumm, wenn Sie 4 Tage durchschwimmen und nicht auf die Idee kommen, sich am Beckenrand hochzuziehen. Das geht nicht, weil der Pool von Fernsehern eingerahmt ist. Warum gehen Sie dann überhaupt schwimmen? Ich wollte was essen und der einzige Weg zum Kühlschrankraum, da wo auch der ganze Müll liegt, weil da kein Mülleimer ist, führt durch den Pool, der einmal ums ganze Haus geht. Und da war keine Leiter am Ende. Warum sind Sie nicht so rausgegangen, wie Sie reingekommen sind? Weil man nur über ein Sprungbrett in den Pool kommt. Wer baut sowas? Oh, das war ich. Und wie sind Sie gestorben? Mal sehen, ich habe abonniert, dann habe ich einen Salat gemacht und dann ist die ganze Küche abgebrannt und das ganze Haus. Verzeihung, wie genau sind Sie gestorben? Oh, im Pool, ertrunken vor Erschöpfung. Ich dachte, du bist farmblind. Jetzt tun wir mal lieber weiter Margo anschauen, weil das wäre ja auch unser Plan. Ja, eigentlich. Ist das Margo? Nein. Das würde ich aber gerne mal anschauen. Ich nicht. Hi, ich bin Lara von Smith Toys. Gemeinsam mit euch tauchen... Okay, das ist eine Scheiße. Gucken wir weiter Ding an einfach. Guck, da ist wieder. Hier ist wieder Margo. Damage could only hold me down under all the weight. Yeah, yeah. Fact is, the catch is, I had to let it out for you to take his place. But I still spend some nights. Well, wait, I'll spend my life all alone, afraid to move, afraid that I'm... An wem erinnert sich der Junge mit den weißen T-Shirts? An meinen Nachbar Matthias, wirklich. Ah.
Das Mädchen betrügt den Jungen mit seinem Freund und halt tut die ganze Zeit mit ihrem Freund halt mit seinem Freund so heimlich hinter seinen Rücken halt so flirten oder keine Ahnung. Ja, das weiß ich schon, aber. Und dann hat sie ihm die Nummer gegeben von ihr. Und dann hat er sich erinnert, dass die zwei halt beste Freunde sind. Und so weiter. Und der konnte das nicht tun, weil es halt sein bester Freund war. Okay. Oha, nur weil sie eine Krücke hat. Ja, das habe ich schon mal angeguckt mit der Krücke. Aber naja, jeder hat ihren eigenen Geschmack. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Das war die. Mhm. Hab ich doch gerade gesagt. Deutschland hat viele starke Teams. Zur WM schicken wir Das habe ich jetzt nicht so kapiert. Ich auch nicht. Tell a walk one. Big Batty Gal, ya want one. Man, damn, she a bad one. Hit it like a pump. Feel, let me hit a pump. Oh, oh.
love how she looks when she walk, walk. Little bad bitch, you go low, low. To eat my greens, I'm a working machine. Oh, real bitch, you know I'm a queen, living la vida loca. If I see you hate, I block ya. Yeah. I am made to be global. Philosophy made me a joker. He saw my ass like Doha. Stretch me up like yoga. Rubbing my neck like a choker. You want it back, gal? Well, I got ya. Ooh, tell her walk one. Big batty gal, yeah, want one. She a bad one, hit her like a pumpy. Let me hit the pump, pump. Ooh, tell her walk. Hatten die ja keine Cappies. Emma, jetzt sagst du einfach alles, was ich gesagt habe. Stimmt, ich hab's dir bestätigt. Also alles, was sie gerade sagt, sag ich eigentlich, aber halt während des Videos. Ja, und deswegen konntet ihr es halt nicht hören wahrscheinlich. Hey, nur weil die lange Haare haben, gell? Ja, oder weil die groß ist. Aha. You tell me we'll be fine. You always get me right. When it's dark, you're my light. Maybe that's why I need you on the regular. Okay, ich würde sagen, das reicht jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.